Neue Geschäftsführer im Kreiskrankenhaus Frankenberg, hier Landrat Dr. Reinhard Kubert, heute vorgestellt. Ja. Warum? Nun gut, wir hatten ja einen anderen Plan, der hieß, dass das Kreiskrankenhaus mit Vitos eine gemeinsame Gesellschaft gründet und eingeht. Am Ende des Tages konnten wir diesen Weg nicht zu Ende gehen. Insofern lag es nahe, dass wir ab 1. Januar, und das ist jetzt eingetreten, eine neue Geschäftsführung für das Haus brauchten. Herrn Geschäftsführer Gerd Hallenberger ist mit Wirkung vom gestrigen Tag für das Kreiskrankenhaus in Frankenberg alleinig zuständig, das heißt mit voller Arbeitskraft. Und wir haben ja eben über inhaltliche Fragestellungen gesprochen, welche Vorstellung Herr Hallenberger hat, das Haus neu auszurichten und zu führen. Und darauf vertrauen wir jetzt. Und ich denke, das ist heute ein guter Tag für das Kreiskrankenhaus in Frankenberg. Danke. Gerd Hallenberger, Urgestein der deutschen Krankenhausgeschichte, wenn man die Vita so liest. Herr Hallenberger, es gibt eine emotionale Verbundenheit mit beiden Häusern hier im Kreis. Deswegen ist auch immer der Widerstand so groß. Kann man diese emotionale Verbundenheit der Einwohner, aber auch der Anliegerkreise, wir haben ja auch Kunden aus Marburg und Großsauerlandkreis, ist das ein Wettbewerbsvorteil für die Häuser hier, gerade für das Frankenberger Krankenhaus? Ich glaube, dass im Grunde genommen die gute, qualitativ hochwertige Versorgung, wie sie hier in Frankenberg unter anderem gemacht wird, ein wichtiger Faktor ist für die Zukunft und auch deshalb das Haus so gut angenommen wird, auch aus den Nachbarkreisen, weil die Informationen, die die Bürger ziehen, sind natürlich ursächlich dafür, dass sie sagen, wo gehe ich denn hin, wenn ich die Zeit habe, mich darum zu kümmern und auszuwählen, wo ich hingehe. Und insoweit sind wir natürlich gehalten, auch daran weiterzuarbeiten, was die Qualität in unserem Krankenhaus hier in Frankenberg anbelangt, aber eben auch gemeinsam mit den umliegenden Einrichtungen, den anderen Krankenhäusern und den niedergelassenen Ärzten zu gucken, wie können wir die Versorgung da, wo es vielleicht noch möglich ist, nochmal steigern und damit natürlich auch im Wettbewerb bestehen gegenüber Einrichtungen, die weit weg sind, wo vielleicht sonst auch unsere Bürger hingehen würden. Sie haben in der Pressekonferenz gesagt, dass es Leistung, Sie sprechen als Wirtschaftler von Unterdeckung, anzusprechen von roten Zahlen, das heißt, es gibt Leistungen, die nicht kostendeckend angeboten werden können. Nun gehört es ja zur staatlichen Gesundheitsfürsorge den Bürgern gegenüber, eine gewisse Infrastruktur im Gesundheitswesen grundsätzlich anzubieten, weil das ist einfach eine staatliche Aufgabe, die aus Steuermitteln bezahlt wird. Muss da grundlegend was geändert werden, dass diese Leistungen nicht durch Unterdeckung eventuell aus verschiedenen Häusern rausgehen. Denn auf der anderen Seite sind dann wieder weite Wege, gerade im ländlichen Bereich, für Patienten notwendig. Also ich glaube, das ist unerlässlich, dass man gemeinsam mit der Politik darüber reden muss, was ist für die Bevölkerung in den unterschiedlichen Regionen in Deutschland notwendig und wichtig, was das Angebot von Gesundheitsdienstleistungen anbelangt. Wir wissen, dass in den Ballungszentren häufig ein Überangebot besteht, aber in ländlichen Regionen die Versorgung leider immer schlechter wird. Und hier in Waldeck-Frankenberg haben wir noch die glückliche Situation, dass wir mehrere Krankenhäuser haben, aber doch auch weit voneinander entfernt, sodass es nicht für alle Menschen, auch insbesondere die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, möglich ist, ohne weiteres eine Gesundheitseinrichtung zu erreichen. Und von daher gesehen ist es eminent wichtig, dass die Einrichtungen, auch hier das Kreiskrankenhaus Frankenberg, dauerhaft bestehen bleiben und ihre Leistungen anbieten können. Sie haben beide jetzt davon gesprochen, das geht ja auch immer wieder durch die Presse, der Ärztemangel der Ärztin, die Medizin wird weiblicher grundsätzlich, aber der Ärztemangel. Nun gibt es in Deutschland die schöne Situation, dass wir 34.000 Bewerber auf Medizinstudienplätze haben bei 9.000 angebotenen Studienplätzen in Deutschland. Wäre es da nicht auch mal eine Idee für den Landkreis, für ein Krankenhaus, einen Lehrstuhl zu stiften und sich den eigenen Nachwuchs zu sorgen? Wenn dann sichergestellt wäre, dass dieser Nachwuchs auch dauerhaft in Waldeck-Frankenberg bleibt. Kann man ja machen. Es gibt ja gerade im Hausarztbereich schon diese Möglichkeiten, dass Gemeinden, Kommunen, also auch das Land einen bestimmten Zuschuss zum Studium gibt, mit der Verpflichtung anschließend aufs Land zu gehen. Also ich denke mal, es ist ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube auch, dass es absolut notwendig ist, den Zugang zum Medizinstudium oder mehr Studienplätze zu generieren.
investieren, denn wir wissen, dass wir in Deutschland sehr viele Absolventen haben, die auch nach ihrem Studium nicht im eigentlichen Medizinbereich in der Versorgung der Patienten tätig werden, sondern in Industrie und andere Bereiche abwandern oder aber auch ins Ausland gehen. Und von daher gesehen müssen wir das eben sehen. Dann haben Sie das angesprochen. Die Medizin wird weiblicher. Das hängt auch damit zusammen, muss man einfach so sagen, dass unsere Damen schon, was die Schulnoten anbelangt, in der Regel im Durchschnitt besser sind vielleicht wie ein Großteil der Jungen und dadurch den Numerus Clausus eher erreichen. Mit den Folgen, wenn es um die Familienplanung und Ähnliches geht, fallen sie für eine gewisse Zeit aus. Aber wir wollen ja auch weiter Nachwuchs in Deutschland haben. Und von daher gesehen ist auch das ein wichtiger Aspekt. Und dem müssen wir uns aber stellen. Und ich gebe Ihnen recht, es wäre gut, wenn wir mehr Medizinstudienplätze generieren könnten. Wäre das eine Idee für den Landkreis, zumindest durch einen Zuschuss zum Studium, wie es andere machen, Mediziner verpflichten, dann doch hier bei uns im Landkreis zu bleiben? Gut, dass ich darauf angesprochen werde. Einen entsprechenden Beschluss hat der Kreisausschuss, ich glaube, Ende November gefasst. Wir werden ein Stipendium ausloben, probeweise, und zwar für Studentinnen oder Studenten ab dem Physikum. Wir wollen nicht früher einsteigen, sondern dann, wenn, sag mal, die erste Lektionen schon gelernt sind, dann wollen wir einsteigen, und das war ein einmütiger Beschluss des Kreisausschusses. Wunderbar, prima, passt alles. Herr Hallenberger, erstmal vielen Dank, toi 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 zum Start. Ja, danke Ihnen. Kann nur besser werden. Gute Zusammenarbeit auch.